unser russisches McDonald's, sag ich immer. Was, du hast doch bestimmt alles verstanden, was ich gerade bestellt habe, natürlich, oder? Alles. Leute, schaut mal, was wir gefunden haben. Krispy Kreme. Die kenne ich aber, das sind so Karamellbonbons. Ich will auf jeden Fall einen probieren, Mama. Hackfleisch. Hackfleisch da vorne. Mit Weißkraut. Ich befinde mich gerade mit meiner Mutter auf dem Roten Platz. Hallo YouTube, hallo Team Tapia. Heute mit einem Live-Bericht von mir, von Jody aus Moskau City. Und was machen wir heute? Wir essen heute einen Tag only russisch. Viel Spaß beim Video. Viel Spaß mit dem Video. Schwer zu übersehen, Friends, wir befinden uns gerade in Moskau, hier vor allem vor Moskau City, wobei, ich glaube... Man könnte ja auch meinen, wir sind in New York. Ja, man könnte echt meinen, wir sind in New York, das ist Moskau City, das ist so wie bei uns Hamburg Hafen City, würde ich ein bisschen vergleichen. Nur zehnmal so krass, den Roten Platz bekommt ihr auch zu sehen, aber heute in dem Video geht es um das russische Essen. Essen, ja. Ich bin ja in Moskau geboren, sogar in dieser Stadt hier, 12 Millionen Einwohner. Und ich bin keine Russin, auch wenn viele von euch oft denken, ich bin Russin. Und mir auch schreiben auf Russisch manchmal. Ich bin es nicht, ich versuche es gerade zu lernen. Und wir nehmen euch heute mal einen ganzen Tag mit durch die Reise, durch die Welt. Und wir nehmen euch heute einen ganzen Tag mal mit. Und wir nehmen euch heute einen ganzen Tag lang mit durch die Welt der russischen Süßspeisen und herzhaften Delikatessen. Da drüben standen wir gerade und haben das Intro gedreht und hier geht es in eine Brücke komplett rüber in die Moskau City. Brutal krass, ne? Und in der Brücke gibt es natürlich hier alles mögliche. Hi Baby! Gibt es alles mögliche an Essen, Snacks etc. Man muss sagen, asiatisches Essen gibt es hier sehr, sehr viel. Da gibt's ein Schinken-Käse-Croissant. Echt? Gibt es da Schinken-Käse-Croissant? Echt? Wohl nicht. Echt? Das ist doch kein Schinken-Käse-Croissant. Nein, ich glaube nicht. Komm, wir suchen uns was Ordentliches. In der Moskau City drin, in der Einkaufspassage, die ist pompös. Hier überall die ganzen Läden, wie man die kennt, die ganzen Futterbuden gibt es ja eigentlich überall. Und wir suchen einen ganz bestimmten Laden, der nennt sich Teremok. Das ist quasi russisches Fastfood, wie bei Mama zu Hause. Den suchen wir gleich mal und dann zeige ich euch, was ich als Kind immer gegessen habe und wie ich aufgewachsen bin. Teremok. Значит так, возьмите левее до лифта, опуститесь на четвертый этаж, как на карте. Okay, vielen Dank. Also, wir sollen runter in die vierte Etage, in der Mitte ist das. Ups, sorry, und ich habe uns nach oben geschickt. Nicht zu übersehen, das ist Teremok. Teremok ist quasi unser russisches McDonald's, sag ich immer. Hier nebenan Burger King und rechts daneben KFC. Aber wenn ihr in Russland seid, dann müsst ihr diesen Laden besuchen. Wie gesagt, es schmeckt wie bei Mama zu Hause und auch wirklich sehr gut und nicht wie so abgeklatschtes Fastfood. Hast du Hunger? Ja. Sehr? Sehr. Mal schauen, wie Jody das russische Essen schmeckt. Ну давайте такой, один. Один есть только маленький, или большой один. Ну мы так. Все. Блинчик будет то, что будет. Да, потом еще блинчик один. Мясо. Прекрасно. Пифной богатей. Да. Вас, bestimmt alles verstanden, was ich gerade bestellt habe. Natürlich alles. Native speaker. Ne, man könnte denken, ich habe 10.000 Rubel. Ich sag immer, ich bin reich. Das sind gerade mal 80 Euro oder so. Ich sage immer, ich finde das voll cool. Ja. Man hat so Scheine in der Hand und da steht so 1000 und so drauf und bei uns so 5 oder 10. Ja. Aber sind, ne, 10.000 Rubel sind quasi 80 Euro, glaube ich. Ja. Ja. Glaubst du richtig, ja. 1213 kostet uns. Sieht aus, als hätten wir gerade Vermögen ausgegeben. Ja, wir haben gerade Vermögen ausgegeben. Also merkt es, Leute, in Russland, in Moskau vor allem, ist alles teuer. 1200 Euro haben wir jetzt fürs Essen ausgegeben. Ah,
Also, wir sehen hier einmal Pfannkuchen. Das ist wirklich russisches Leibgericht, kann man so sagen. Pfannkuchen kennt Jodie auch und mittlerweile. Traditionelle russische Blini mit verschiedenen Füllungen. Genau, genau. Dann sehen wir hier einmal Pelmeni mit viel Schmand. Das ist auch sehr traditionell. Ja. Und einmal hier Borscht. Das ist, oder ist richtig Borscht? Ja, Borscht, genau. Das ist quasi so eine, also ein Eintopf, eine Suppe, auch halt russisch. Mit rote Beete und Kartoffeln. Genau. Du kennst das Essen besser als ich, Baby. Echt? Ja, ich habe mich damit beschäftigt und habe da zu Hause tatsächlich auch schon mal Blinchik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 
Leute, schaut mal, was wir gefunden haben. Krispy Kreme, den Laden gibt es eigentlich gar nicht. Nee, den gibt es gar nicht in Deutschland. Görki hat mir den gezeigt, als wir in der UK waren, in England, bei MyProtein. Das sollen wirklich die heftigsten Donuts sein. Besser als Dunkin' Donut und Co. Babe, du hast einen bestellt mit Minze. Ja, mit Minzschokolade. Und einen mit M&M. Was ist da drin? Da ist eben irgendwas Böses. Schokolade. Mit Schokolade, Salted Caramel und den haben wir geschenkt bekommen. Görki mag den sogar am liebsten, diesen Standard. Also ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt, was du sagst. Er mag den am liebsten Standard-Donut. Ja, er mag den Standard-Donut am liebsten. Probier mal bitte ein und gib mir deine Bewertung ab. Also ich sag noch nichts, ich habe die ja schon probiert. Den minzigen. Ja, mhm. Na gut. Na gut. Willst du den Zuschauern nochmal den zeigen? Das läuft doch schon aus an der Seite, ne? Guck mal. Ja, ja, guck mal. Was für ein saftiger Donut. Mach mal rein. Oh, zeig mal die Creme. Boah, saftig. So Leute, ich probiere jetzt mal den hier. Zieht euch den rein, der ist saftig, ne? Salted Caramel. Jody sofort so, Schatz, das ist, hier, ist was für dich. Ja, weil du Salted Caramel liebst. Boah! Mmh! Dabei! Man kann es hier richtig sehen. Warte, jetzt ja. Mhm. Zieht euch das rein. Boah! Mmh. Karamellcreme. Hat zwar nicht wirklich was mit Russland zu tun, aber gibt es halt bei uns nicht. Und haben wir in Russland gegessen. Genau, haben wir in Russland gegessen, ist also russisch. I'm away. By the truth, and only for a moment I'm alive with you. Ich befinde mich gerade mit meiner Mutter auf dem Roten Platz. Jody ist sich gerade im Hotel kurz ein bisschen ausruhen. Es ist natürlich viel Action für sie, viel auf den Beinen zu sein, jeden Tag 15.000 Schritte. Und der Rote Platz ist so das Wahrzeichen in Moskau. Ich erzähle euch mal eine ganz, ganz kurze Geschichte, die meine Mutter mir gerade noch mal so verdeutlicht hat. Mein Vater hat damals, wann war das? 1980? 80, ja. 1970, 80. Wo es noch keine Handykameras gab, noch keine Digitalkameras, sondern wirklich so dieses, ich weiß nicht, war das Polaroid? Oder dieses, nein, nicht mal Polaroid. Noch ganz, davor. Ganz wenige Fotoapparate, ja. Nur bei privilegierten Leuten. Ja, das war, damals war das noch extrem teuer, auch so ein Fotoapparat zu haben und extremes Luxusgut. Heutzutage hat ja fast jeder eine Digitalkamera, man kriegt die teilweise hinterhergeschmissen. Und hier hat mein Vater Fotos geschossen für Touristen, weil natürlich jeder Tourist, der hierher kam, ein Foto haben wollte und dann, damit haben die sich damals das Geld verdient. Es kann natürlich sein, dass dadurch so ein bisschen in mir die Fotografie schlummert, vielleicht ja in den Genen schon in die Wiege gelegt wurde, weil ich habe... So ist das, ja. Hast du das wirklich, ja. In den Genen? Ja. Jetzt sehen wir das. Ja. Jetzt merken Ich habe nie gesagt, dass ich Fotograf werden will, sondern es ist einfach so irgendwie entstanden. Deswegen eine kleine Story aus Tapias Welt. Das teuerste, berühmteste und älteste Einkaufszentrum Moskau, Freunde. Schaut euch das an. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Hier gibt es nur die ganz teuren Boutiquen, muss man sagen. Aber hier gibt es russisches Essen, was ich auf jeden Fall jetzt nochmal für euch probiere. Das sind Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen. Zeige ich euch gleich. Und da hinten gibt es, was gibt es da hinten? Ich sehe das gar nicht. Auch nochmal einiges an Backwaren. Also wir Russen lieben es auf jeden Fall sehr, sehr herzhaft. Ich will auf jeden Fall einen probieren, Mama. Definitiv ein, zwei Stück. Welche kannst du empfehlen? Was würdest du sagen? Einen süßen und einen herzhaften. Welchen können wir probieren? Was sagst du? Ein Ei mit Frühlingszwiebeln oder mit Apfel. Nee, mit Apfel nicht. Auch mit Hackfleisch. Mit Hackfleisch da vorne. Mit Weißkraut. Aber ich würde sagen, wir nehmen einen mit Ei mit Frühlingszwiebel und einen mit Hackfleisch. Das ist So, ich probiere mal für euch Pirashki, wobei ich sagen muss, ich kenne die natürlich schon, also für mich nichts Neues, aber die schmecken tatsächlich manchmal bei einigen Ständen, bei einigen Restaurants und auch bei meiner Mutter auch damals immer wieder anders. Ei und Frühlingszwiebel, die sind echt lecker. Total schade, dass Jody nicht dabei ist, das würde dir echt gefallen.
Den probiere ich mal, den mit Hackfleisch. Das ist quasi so das Standard, wie man den kennt. Muss ich zugeben, die schmecken zwar gut, aber frisch schmecken die besser, wenn die noch richtig warm sind, schön lauwarm. Weil der ist aus ein bisschen, dem Ofen. Ja, gerade frisch aus dem Ofen. Aber auch sehr gut. Also wenn ihr mal in Moskau seid, Pirashki Pflicht, Pelmeni Pflicht, Borsch Pflicht und Linchik auf jeden Fall auch Pflicht. Wir befinden uns gerade, wie heißt der Mama? Bachetlet in einem Supermarkt. Hier soll es laut der guten Freundin von meiner Mutter die besten Pirashki geben. Siehst du, wie das riecht hier alles nach Haus gebacken. Also die backen das in solche große Öffnen. Aha. Und das sind die unterschiedlichen Pirogen mit verschiedenen Füllungen. Also wir haben hier das Problem bei mir ist, ich kann zwar Russisch lesen, ich bin zwar in keine russische Schule gegangen, aber meine Mutter hat mich zum Privatunterricht geschickt. Also Kurica, Pirashki mit Hähnchen, Liverum, was ist ein Liverum? Oh Mann, ist mein Russisch schlecht. Kartoffeln mit Kartoffeln, Sasiski, ah, das ist mit Würstchen. Dann haben wir hier Reis und Reis und hier Frühlingszwiebel, glaube ich, Reis und Eier, Selene, Lukum, hier mit Zwiebeln und sowas. Ich werde wahnsinnig, Schatz. Ist echt anstrengend für mich, das zu lesen. Aber hier siehst du, die sind halt richtig frisch, ne? Das riecht man, ne? Bitte? Ist das ein Corndog? Ja, das sieht aus wie ein Corndog. Sieht aus wie ein Corndog hier, ne? Das ist quasi Sasiske. Mit Kartoffeln und Würstchen. Ich würde sagen, wir nehmen von jedem ein. Weißkraut mit Hackfleisch. Ja. Bist du hungrig? Ja! Ja, perfekt, dann sind wir richtig hier. Da hast du jetzt mit Weißkraut. Mit Weißkraut? Ja. Dass du das erkennst, Mama. Ja, der ist lecker. Ja? Ja, ich sehe schon nach Form, ne? Aber Jascha kennt das ganz gut von meinem Restaurant. Ja, aber ich erinnere mich leider nicht. Das ist dasselbe. Nein, das ist nicht. Welches mit Eierfüllungszwiebel? Mama, ist der mit Eierfüllungszwiebel, ne? Der war mit Hackfleisch. Das ist die Eierfüllungszwiebel. Das ist mit Eierfüllungszwiebel. Das ist der leckerste. Wenn ihr in Moskau seid, Eierfüllungszwiebel. Freunde, die Reise neigt sich dem Ende zu. Wir sind am Flughafen. Letzter Tag, was ist der letzte Tag? Also Abreisetag. Und ich dachte, ich kaufe mir noch ein paar Süßigkeiten, denn diese Mischkis sind meine Süßigkeiten aus meiner Kindheit. Ich habe es in der Instagram-Story schon erzählt, aber noch nicht hier. Dieses Bild entstammt einem Kunstwerk, welches wir im Museum sogar besichtigt haben, was hier drauf ist. Und für alle Russen unter euch, die kennen diese Süßigkeit. Selbst die Mutter meiner Mutter, meine Oma, kennt die sogar noch. Und davon muss ich auf jeden Fall welche mitnehmen, auch wenn die hier etwas mehr kosten. Babe, magst du noch irgendwas mitnehmen an Süßigkeiten? Du weißt gar nicht, was das alles ist, ne? Also, wollen wir mal so eine Mischtüte machen, so ein paar? Ja. Das ist unsere Ausbeute, Friends. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen, ist schon ewig her. Die kenne ich aber, das sind so Karamellbonbons. Da steht Karovka drauf, Küchen quasi, also Kuh. Dann haben wir hier Mischkas, das sind glaube ich Rotkäppchen oder so. Bestimmt. Die habe ich ausgesucht. Die hast du ausgesucht, Kätzchen. Oder was steht da drauf? Weiß ich nicht, das ist eine Katze. Katschok, ja, Kätzchen. Das ist quasi Mischka nochmal in einer anderen Form. Das haben wir hier, das war es glaube ich schon. Ne? Wir haben einfach reingegriffen. Das Ganze hat zusammen 170 Rubel gekostet. Und also, ja, ist eigentlich umgerechnet 2,50 €. Also das alles hat 2,50 € ungefähr gekostet. Das ist echt ein Schnäppchen, oder? Wir werden das natürlich auf Instagram probieren. Jetzt ist nicht mehr die Zeit dafür da. Also checkt die ersten Links in der Beschreibung ab und folgt uns auf Instagram. Jetzt nochmal ein Feedback von uns, Friends. Abschließende Worte zu Moskau. Ich möchte mich mal raushalten. Viele wissen es ja gar nicht. Ich bin ja in Moskau geboren, 1988. Schatz, dein erster Eindruck, was sagst du zu Moskau? Mal in 2, 3 Sätzen. Als groß, Deutsche. Laut, pompös, glamourös. Viele Eindrücke. Viele Eindrücke, die man erstmal verarbeiten muss, muss man echt sagen. Aber cool. Ja, meine Mutter sagte, wenn sie von Moskau zurückkommt jedes Mal, braucht sie erstmal 2 Tage, dann liegt sie still und macht gar nichts, weil sie
sind so viele Eindrücke, die du erstmal verarbeiten musst, drauf klarkommen musst. Es ist eine extrem riesige Metropole, extrem krasse Kultur, beziehungsweise meine Geschichte von Moskau ist extrem krass. Man kann sehr viel sehen, die Sehenswürdigkeiten sind geil. Und diese Mischung, wie ich finde, zwischen... Eine Sehenswürdigkeit an die andere. Ja, genau. Also eigentlich ist ganz Moskau eine Sehenswürdigkeit. Ja, kann man so sagen, wirklich. 12 Millionen Einwohner und man hat diese Mischung zwischen diesem alten Lenin-Style, sag ich mal, und diesem modernen, ist schon sehr krass. Also, und sehr populär, also sehr, sehr große Häuser, auch viel mit Gold verziert. Ja. Und, ja, schön. Es ist auf jeden Fall eine interessante Stadt. Schaut euch die auf jeden Fall an. Tut euch, und saubere Stadt. Saubere Stadt, genau. Das habe ich in der Instagram-Story gesagt. Absolut saubere Stadt. 12 Millionen Einwohner und trotzdem sauber. Ihr findet sogar teilweise bei den Metros, bei den U-Bahnen, so nenne ich das mal, nicht mal Mülleimer und es ist trotzdem sauber. Ja. Also in dem Sinne... Schaut euch diese Stadt selber mal an, macht euch einen Eindruck. Es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Es ist ein Besuch wert und wir verabschieden uns in dem Sinne. Das bedeutet nämlich für uns, wir sehen uns dann bald wieder. Wenn es wieder heißt. Food, 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 meine Freunde. Wenigstens auf diesem Kanal. Ach ja, checkt den anderen Kanal ab, da gibt es was ganz Besonderes bald. Auch hier aus Moskau. Erster Link oben in der Beschreibung. Also macht's gut, Friends. I'm awakened by the truth. And only for a moment I'm alive.